grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Hallo, herzlich willkommen und frohe Weihnacht! Yeah. Ja! Viel Spaß hier beim Weihnachtsspecial. Ah, und jetzt beginnen wir mit unserem Weihnachtsspecial. Als allererstes Farming Simulator. Ja, der Farming Simulator, das absolut actionreichste Spiel aller Zeiten. Sowas kann man sich nur zu Weihnachten ansehen, weil sonst, man muss es wirklich sagen, das ist so ein Actionspiel, das geht gar nicht anders. Also ich werde jetzt hier mit dem Traktor, werde ich jetzt meinen LKW beladen. Ne? Und dazu muss ich jetzt natürlich wieder meine ganzen Skills einsetzen, sonst klappt das nicht. Also mit der Maus, seht ihr ja, mit der Maus so richtig arbeiten, ne? Sonst ist das absolut unmöglich. Und da ist er auch schon, der Lastwagen, ja. Und ich werde ihn jetzt beladen mit diesem Baumstamm und ob ich das schaffe? Na, wollen wir mal sehen. Vielleicht schaffe ich's. Könnte hinkommen. Noch ein bisschen. Jetzt vorsichtig runter. Jetzt bin ich über die Begrenzung. Das klappt jetzt nicht. Jetzt muss ich wieder ein bisschen zurück. Jawohl, ein bisschen zurück. Und wieder vorwärts. Und wieder vorwärts. Ja, ich werde es jetzt schaffen. Und jawohl, jetzt werde ich es schaffen. Jetzt ganz langsam runter mit dem Stamm. Ja, runter mit dem Stamm. Und, werde ich es jetzt schaffen, werde ich ihn jetzt in den LKW abladen. Ja, ich habe ihn im LKW abgeladen. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Und da geht es auch schon weiter. Ich werde jetzt den nächsten Stamm im LKW abladen. Ne? Jetzt mache ich mich bereit. Und jawohl, ich habe voll den LKW getroffen. Ne? Das sieht man auch ganz klar, ne? Wie ich jetzt den LKW gut getroffen habe mit dem Stamm. Ne? Und muss noch ein bisschen aufpassen. Jetzt der LKW bewegt sich natürlich. Ne? Da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man ihn mit dem Stamm treffen will. Aber ich habe es geschafft. Ich habe ihn voll mit dem Stamm getroffen. Jetzt nehme ich den nächsten Stamm auf. Ja, das ist jetzt schon der nächste und übernächste Stamm, den nehme ich jetzt auf. Und werde jetzt natürlich auch wieder versuchen, den LKW zu treffen. Das ist natürlich jetzt nicht so einfach. Ja, jetzt wieder ein bisschen zurücksetzen. Ja, na, das wird schon klappen. Das ist schon... Ja, also ihr seht, ist der Farming Simulator, das ist Action pur. Ja, das geht gar nicht anders, das muss man ganz klar sagen. Und ja... Also es macht eine Menge Spaß, ne? Vor allen Dingen auch zu Weihnachten kann man ihn spielen mit der ganzen Familie und wird der Stamm rein. Oh, jawohl, ich habe es geschafft. Ich habe den Stamm reingeworfen. Das ist, mit welcher Coolness ich das wieder gemacht habe. Ne? Das ist schon absolute Coolness. Ne? Jetzt kommt der nächste Stamm natürlich dran. Ne? Also wie gesagt, den Farming Simulator kann man auch gut zu Weihnachten spielen. Das ist natürlich sehr schön. Man sieht hier, wie ich die Stämme ganz knallhart in den LKW ablade. So richtig in Folge. Da kann man gar nicht, da kann man fast gar nicht mehr hingucken. So genau mache ich das. Also absolute Perfektion. Ja, und jetzt weiter geht's. Wieder den nächsten Stamm. Also, es ist wirklich ein actionreiches, ich verstehe gar nicht, die meisten Leute, Farming Simulator, das ist so Schnarchspiel, um Gottes Willen. Nein, das ist das absolut actionreichste Spiel. Es ist ja auch Philosophie dahinter, ne? Das ist ja alles, es ist der Lebenszyklus, ne? Das Kommen und Gehen. Vor allen Dingen ja das Gehen, ne? Und natürlich die Natur. Ne? Ohne die Natur ist ja gar nichts. Das muss man ja ganz klar sagen.
Also ohne die Natur kann man ja jetzt gar nichts machen. Ne? Also ich fahre jetzt mit dem Traktor jetzt wieder ein bisschen zum nächsten Baumstamm, ne? Ist ja klar. Fahre ich jetzt gerade wieder hin, ja, da muss ich jetzt ein bisschen lenken. Achtung, ja, Vorsicht, ne? Begrenzungsfall, ja, jetzt muss ich wieder aufpassen. Und es ist schon der Wahnsinn. Also man muss da wirklich mit WASD, man muss ja mit der Maus, mit WASD, also man muss mit allem arbeiten. Und das ist also so ein Traktor, das ist nicht einfach. Das ist fast, als wenn man einen Panzer fahren würde. Ich möchte es ja nicht sagen. Es ist wirklich fast so, als ob man einen Panzer fahren würde. Aber wie gesagt, das ist nicht einfach. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich ja schon richtig Stämme draufgeladen auf den LKW. Ich glaube, jetzt sollte ich mal den LKW langsam abladen. Ja, ich steige mal aus dem Traktor aus und lade mal den LKW ab. Das ist ja auch wichtig. Dass ich den Truck entlade. Und das ist hier jetzt, ich bin ja auf der Karte Björnholm, das ist dann hier, ich habe es mir einfacher gemacht. Normal kriegt man den ja nicht entladen, weil ja ein Bug drin ist. Aber ich habe das hingekriegt. Also ich fahre einfach da unten zu dem Teich und entlade dann. Also es ist, wie gesagt, das ist einfach ein sehr skillreiches Spiel. Da muss man wirklich alle Sinne beisammen haben, wie es so schön heißt. Und muss sich auch ein bisschen anstrengen. Das kann man also nicht so 0815 mäßig machen. Da muss man schon sich ein bisschen kümmern, ein bisschen was machen. So, jetzt werde ich erstmal den LKW entladen. Das ist ja jetzt nicht so einfach. Ich werde jetzt mal vorsichtig zurücksetzen. Ja, das kriegen wir schon hin. Zurück. Na, komm. Fahr noch ein bisschen. Komm. Jawohl. Das kriegen wir schon hin. Und dann regnet es wieder. Geld. Denn leider regiert Geld die Welt. Ihr wisst ja, der Coca-Cola-Weihnachtsmann regiert die Welt. Ne? Weihnachten sollen wir ja eigentlich nicht über Geld reden. Das ist ja das Wichtige an Weihnachten. Sondern Liebe auf Erden, ne? Und allen Menschen Gesundheit und ein Wohlergehen. Ne? Das ist ja so mehr Weihnachten. Aber jetzt habe ich meinen Truck abgeladen und jetzt geht's mit einem Affenzahn. Also ich fahre jetzt mit 40, 50 Stundenkilometer. Ich glaube, das sind Stundenkilometer. Ja, das sind Stundenkilometer. Sause ich jetzt hier mit 50 Stundenkilometer. Oder waren das jetzt Miles per Hour? Ich weiß es nicht ganz genau. Also 50 Miles, das wären ja fast 100. Ne? Das wären ja fast 100. Wenn das jetzt mehr Miles sind. Nee, ich bin auf der Björnholm-Karte. Das müssten Stundenkilometer schon sein. Das sind eigentlich km/h. Ne? So. Jetzt setze ich mal wieder zurück. Das ist natürlich auch wieder skillmäßig. Ne? Und und da stehe ich gleich wieder. Und dann geht es gleich wieder weiter. Weiter mit dem Laden. Ne? Also ich sage ja, das ist der Wahnsinn, der helle Wahnsinn, ne? Wie ich das alles belade. So, und jetzt viel Spaß. Ne? Bis zum nächsten Mal hier beim Weihnachtsspecial. Ich wünsche euch einen frohen Weihnachten. Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Lasst mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter. Öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Mädchen, hört und Bübchen, macht mir auf das Stübchen. Bringt euch viele Gaben, sollt euch dran erlaben. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Heller glühen die Kerzen, öffnet mir die Herzen. Wild drin wohnen fröhlich, frommes Kind wie selig. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen.
feiert schön ins Weihnachtsfest mit THSA und dem Weihnachtsspecial. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.